Hallihallo. In meinem letzten Video hatte ich ja die PC-Welt Linux oder die Linux-Welt mal durchgeblättert und da stand auch was von Samba, dass es da mit dem Samba ein gewisses Problem gibt und da gibt es Security-Probleme, ne? Und ich habe doch auch ein NAS-Laufwerk. Ein NAS-Laufwerk, da ist auch Samba drauf. Natürlich ein etwas älteres. Gut. Und dann gibt es gewisse Seiten, zum Beispiel metasploit.com, wo man dann gucken kann, für Samba-Version bla 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 bla. Wenn bestimmte Einstellungen gemacht sind, dann kann dieser Samba-Server, in dem Fall mein NAS-Laufwerk, betroffen sein, dass man den einfach so übernehmen kann. Ne? Mit Search Modules könnt ihr nach bestimmten Modulen suchen, zum Beispiel nach dieser CVE-Nummer, die im Moment noch nicht hier auftaucht. Und bei mir war es aber so, ich habe eine ziemlich alte NAS-Festplatte. Ich gehe mal eben drauf, SMB Client, hatte ich auch schon ein Video gemacht. Und das ist die lokale IP hier in meinem Netz. 68.8.22 NAS. So, da muss man normalerweise ein Passwort eingeben. Und dort ist eine ziemlich alte Samba-Version drum, Samba 3024, bla bla bla. Danach gesucht, ne? Danach gesucht nach dieser alten Samba-Version und die passt jetzt natürlich hier dazu. Da wollte ich wissen, ist das jetzt angreifbar, ne? Mit diesem alten Skript, das ist eine CVE von 2007, ne? Also jetzt nicht die aktuelle Sicherheitslücke 2012, sondern die alte, ne? Die aber durchaus dann zu meinem Dingens passt. Und ich wollte jetzt wissen, habe ich da ein Problem wohl nicht, ne? Also, da ist ja die Presse voll mit irgendwelchen Hinweisen, Samba unsicher. So, da musste ich leider Gottes mal Backtrack ausprobieren. Eigentlich benutze ich solche Tools nicht, ne, solche Dosenöffner, aber musste ich dann mal ausprobieren, um halt mal zu schauen, ob mein Samba-NAS-Laufwerk im normalen lokalen Netzwerk sicher ist. Gut. Also das Ding mal Backtrack 5 R2 installiert in einer virtuellen Maschine. So, und jetzt musste ich mich damit beschäftigen mit dem Kram, obwohl ich da gar keine Lust zu habe. Aber um mal zu gucken, ob da irgendein Problem ist, musste ich mal dieses Backtrack mal ausprobieren. So, und das kann jetzt eine Weile dauern, ne? Also das startet sich jetzt ganz normal, das ist ein ganz normales Linux-System. Und da sind halt entsprechende Tools schon drauf, die man braucht, um gegebenenfalls solche Exploits auszunutzen. Gut, jetzt bin ich hier root bei Backtrack, ne, auf diesem virtuellen PC. ifconfig. Erstmal schauen, was habe ich für eine IP-Adresse. Hier im Moment die IP-Adresse 10.02.15. Ne? Gut, das kommt jetzt dadurch, dass ich in der virtuellen Maschine bin. Aber wir merken uns, unser Rechner hier, der angreifen soll, meine lokale NAS-Platte, ist die 10.02.15. Ja. Und das Erste, damit man überhaupt die aktuellen Angriffs-Exploit hat, sollte man erstmal machen apt-. Ja, das Minus ist auf dem SZ übrigens. Minus get update, ne? Damit das hier auf dem letzten Stand ist. Gut, das kann eine Zeit lang dauern. Und dann kommen wir gleich auf die Möglichkeit, auf eine sogenannte Metasploit-Framework-Konsole zu kommen, mit dem wir dann entsprechende Dinge machen können, um zu testen, ob das NAS-Laufwerk sicher ist. Ja. Gut, ich sollte vielleicht mal mein NAS aushängen. Da gehe ich mal mit Quit raus. Q. Nicht, dass hinterher heißt, du hattest dein NAS ja noch an oder wie auch immer. Also hier habe ich eine Samba-Version 3024.1.19 OSTech. Ne? Das ist ein Buffalo-NAS-Laufwerk von 2007. Hatte ich schon ein Video dazu gemacht. Und wir wollen mal schauen, ob ich da drauf komme. Ob ich da ohne Passwort reinkomme. Kann ich schon vorher sagen, hat nicht funktioniert. Weil anscheinend eine der Bedingungen, die erfüllt sein müssen, war nämlich die, dass wenn die nicht übliche Option Username-Mann-Skript-Konfiguration gesetzt ist, dann kommt das Ding überhaupt erst zum Tragen hier. Ist bei mir anscheinend nicht so. Aber das soll uns jetzt nicht jucken. Das funktioniert bis auf den letzten Schritt alles dann,
Genauso als wenn es funktioniert hätte. So. Gut, jetzt sind wir dort gelandet. Update, da haben wir die entsprechenden Updates runtergeladen. Jetzt brauchen wir die MFS-Konsole. Muss ich mal hier wieder auf die virtuelle Maschine. MFS-Konsole. Metasploit Framework Konsole. Böses Ding. Ja, damit kann man die entsprechenden Exploits dann anscheinend ausführen, starten und gucken, was so geht. So, das dauert auch jetzt einen Moment, bis die MSF-Konsole gestartet ist. Und dann können wir die entsprechenden Exploits ausprobieren. Gut. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Zack. So, also das ist jetzt die MSF-Konsole. Da blinkt's. Da kann man was eingeben. Gut, jetzt könnte man erstmal suchen nach allen Exploits. Search Samba. Ja, wenn man Search dann richtig schreibt, Search Samba. Dann wird geschaut, ob es irgendeinen Exploit gibt hier, ne, der bereits runtergeladen ist und den man nutzen könnte. Wenn man jetzt nicht auf der Webseite schon wüsste, dass es einen gibt, könnte man da schauen, ne? Und dann sehen wir zum Beispiel, ja, ziemlich in der Mitte, ich kann jetzt hier mit der Maus nicht pointen, weil ich in der virtuellen Maschine bin. Diesen User Map Script, ziemlich in der Mitte. Ja, Exploit User Map Script, gut. Jetzt könnten wir natürlich erstmal, wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich für eine Adresse auf diesem SMB-Laufwerk habe, meinem NAS-Laufwerk, könnte ich den Portscan ausführen. Use AUX Tab drücken zum Vervollständigen. Spart man sich diese Schrägstriche und alles. Scanner. Portscan. SYN. Das Y bitte die Z-Taste drücken. Das ist hier eine amerikanische Tastatur. So. Und dort könnte ich jetzt mit Show Options mir anschauen, was da für Optionen gibt, ne? Dort könnte ich den R-Host, der erforderlich ist, der noch leer ist, erstmal setzen, sonst wird das nichts, ne? Ich muss also sagen, welche IP-Adresse will ich denn scannen dann? Set. Hier in dem Fall will ich nur eine scannen. R-Host. R-Hosts. 192, 168, 8, 22. Das ist also die IP-Adresse meines NAS-Laufwerks. So. Und dann kann ich das Ding laufen lassen. Run. Um zu gucken, welche Ports auf diesem NAS-Laufwerk jetzt offen sind. Ja, für Samba anscheinend ist der Port 139, bei mir ist dann auch der 445 und noch ein paar andere offen, ja. Und damit dieses Portscan nicht so lange dauert, könnte man auch die Option Threads höher setzen, ja. Dann dauert das nicht ganz so lang. Gut, wir warten jetzt kurz ab. Auch der Port 80 ist offen. Natürlich kann man mein NAS-Laufwerk auch per HTTP konfigurieren, hatte ich schon mal gezeigt. Da bekommt man so ein Menü, wo man was einstellen kann. Und dann kann man da was einstellen und wie auch immer administrieren. Also wird der Port 80 auf jeden Fall gleich angezeigt werden. Und dann haben wir den Port 139 und 445 auch noch, ne? So, das ist der Port 80, ne? 192, 68, 8, 22 ist mein NAS-Laufwerk. Der Port 80 ist offen. Dann der 139er müsste gleich kommen und der 445. Gut, das warten wir noch kurz ab. Gut, was mache ich dann als nächstes? Jetzt weiß ich also, welche Ports dann offen sind. Und ich könnte mir die Samba-Version gleich nochmal anschauen, weil ich nicht unbedingt wissen müsste, als Angreifer, was ich hier für eine Samba-Version habe, welchen Exploit ich nutzen muss, um das Ding anzugreifen. Gut. 139 sehen wir da auch. Das breche ich jetzt hier mal ab. Steuerung C. So, jetzt haben wir das. Clear. Und jetzt könnte ich mir anschauen, was für eine SMB-Version auf diesem Ding drauf ist. User. Auxiliary. Scanner. SMB. Und dort gibt es dann SMB-Exploit.
Version. So. Und den kann man dann auch wieder run laufen lassen. Show Option, irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Show Options, da habe ich irgendeine Einstellung nicht gesetzt. Air Hosts is required, ist nicht gesetzt. Also set Air Hosts. Wieder die IP-Adresse angeben, wo denn die SMB-Version überhaupt gecheckt werden soll. So, und jetzt run. Zack. So, jetzt steht das gleiche, was wir vorhin schon im SMB-Client gesehen haben. Ne? 3024 Ostec. Und der Name ist Buffalo im Netzwerk. Ne? Das ist ein Buffalo NAS. Gut, jetzt wüsste ich also, welchen Exploit zu suchen, welchen zu nehmen oder ob das in Ordnung ist. Gut. Jetzt könnte ich mir Infos anschauen, genauso wie auf der Webseite Info zu dem Exploit. Und der heißt Multi Samba Usermap Script. So, da steht jetzt, dass der für Version 3.0.20 bis 3.0.25 geeignet ist, wenn halt das Ding so eingestellt ist, dass die nicht default, also nicht standardmäßige Einstellung Username Script gesetzt ist. Das weiß ich im Moment noch nicht, ob das so ist, und das prüfen wir jetzt quasi. Ne? Also wenn wir reinkommen, dann ist das Ding gesetzt. Gut. Jetzt haben wir das mal gecheckt. Wir wissen also, welcher Port offen ist und welche Samba-Version, und können jetzt mal so langsam loslegen mit dem Exploit. User Exploit, und der Name war Multi Samba User Map Script. So, Show Options. So, da muss ich wieder den R-Host setzen, ne? Set R-Host. Das sind die Übergabeparameter an dieses Exploit. Ne? Was soll er denn jetzt da attackieren? Und dann gibt es noch den Payload. Show Payload. Payloads. Payloads. So, das sind die quasi die Dinge, die dann Payload heißt so viel wie das Transportgut, ne? Ja, kommt so aus dem LKW-Bereich, ne? Payload ist die Fracht. Welche Fracht? Böse, böse Fracht soll denn hier transportiert werden mit diesem Skript? Dort könnte ich mit set payload irgendwas zum nehmen, zum Beispiel CMD, und dann Unix Reverse zum Beispiel. Die kann man alle mal testen. Und Show Options habe ich jetzt alles gesetzt. Gut. L-Host könnte ich jetzt auch noch setzen. Set muss ich zwar nicht unbedingt L-Host, aber weil es da gerade leer ist, ist mein lokaler Rechner 10.02.15. Nochmal Show Options. So, jetzt ist alles gesetzt. Der Port ist gesetzt. Der Zielrechner ist gesetzt. Der attackierende Rechner bin ich. Der lokale Host und der lokale Port ist 444. Und dann könnte man sagen Exploit. So, das ist quasi das, was das Ding angreift. Und wenn der jetzt auf eine Konsole kommt, dann wäre ich quasi root und das Ding wäre unsicher. Gut, jetzt kann ich noch einen anderen Port mal durchtesten. Also set Airport, zum Beispiel 445, der war bei mir auch offen, Exploit, und der tut da auch nichts. Wie gesagt, wenn ihr jetzt auf eine Session kommt, die euch zum Root macht, dann habt ihr wahrscheinlich ein kleines Problem mit eurem Samba. Gut, das wollte ich nur kurz gezeigt haben. Andere Videos gibt's dazu von anderen YouTubern, die das mal gezeigt haben, wie das aussieht, wenn das dann auch funktioniert hat. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.